Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute zum Thema, wie ticken die Uhren in der Luftfahrttechnik und auch die Verbindung zu meinem gestrigen Video, wo es um Elektroflugzeuge ging, worüber ich mich nicht so gut geäußert habe. Wenn Sie das interessiert, weil die Luftfahrttechnik funktioniert ganz anders wie der normale Markt, ist eigentlich auch ganz logisch. Aber dann weiß man das auch, wenn man mal in so ein Flugzeug reinsteigt. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir weiter zu. Also grundsätzlich, ich war nicht lange in der Luftfahrttechnik beschäftigt, denn nach 4 Jahren war die Firma pleite. Aber ich hatte einen Chef und Professor, der hat beim A300 und beim Tornado war er durchaus an leitender Funktion. Dann ist er dann an die Uni gegangen. Und die interessantesten Stunden waren die, wenn er dann vorne auf dem Podest saß, am Ende, wenn keiner mehr Lust hatte und, und er auch keine mehr gehabt hat. Er hat nie gerne Vorlesungen von ihm. Naja, wenn er dann vorne auf dem Podest saß, auf dem Ding und dann in den Spezialvorlesungen die Beine herunterbaumeln ließ und Geschichten aus dem Nähkästchen erzählt hat. Jo, und ja gut, und da hat er dann auch erzählt, wie das abläuft, die ganze Geschichte. Primär geht es jetzt erstmal hier um die Bemerkung hier, die unter meinem Video von gestern waren. Ich mache hier das Ding mal an. Und zwar habe ich ja gestern ein Video gemacht über Heart Aerospace, Elektroflugzeuge mit Passagieren. Naja, Kanada und Schweden passen gut zusammen. Und dann habe ich eine Bemerkung bekommen, einen Kommentar. Von wem ist er egal jetzt? Ich finde es immer wieder lustig, der lässt sich nur jetzt schlecht scrollen, um den Namen wegzubringen. Ich finde es immer wieder lustig, man hat ja keinerlei Daten, aber eine festgelegte Meinung. Mit dieser Einstellung unseres Ingenieurs hätte die Menschen bis heute keine Dampfmaschine entwickelt. Dampfdruck und so weiter. Gut, wenn das Flugzeug nicht sicher ist, kriegt es auch keine Zulassung. So ist das. So einfach ist das. Meckern ist halt einfacher als machen. Tja, ich bin der Meckerfritze, ja klar. Also, meckern ist einfacher als machen. Dazu muss man blöderweise sagen, also, ja, aber wo fangen wir an? Also, wie wir an unserem Transportschiff Felicity Ace sahen, ich bin mir nahezu absolut sicher, dass dieses Ding niemals eine Zulassung gehabt hat zum Transportieren von Elektrofahrzeugen, von Elektroautos, und trotzdem hat man ihn dazu benutzt. Und wie wir an der 737 MAX sehen, der hat auch eine Zulassung bekommen und dann sind insgesamt 500 Leute gestorben. Und Airbus hat im Atlantik auch so ein Ding hingekriegt. Nur, dass das für die Öffentlichkeit nicht so richtig bekannt war. Also als Luftfahrttechniker hat man natürlich noch seine Drähte. Die haben da irgendeinen Sensor eingebaut, von dem wussten sie, dass er schlecht ist. Und dann sind darauf 250 Leute gestorben, weil unbedingt einer unserer lieben Nachbarstaaten diesen Sensor als Zulieferer haben wollte. Also früher war das mal so, dass das, wenn das sicher sein sollte, also beispielsweise bei den Kometunfällen, das war das erste Flugzeug mit Druckkabine, das hatte so Haifischrachentriebwerke, da sind 2 Stück hochgegangen, es gab viele Leute und dann haben sie die tatsächlich vom Meeresgrund hochgeholt, haben das zusammengesetzt, das Flugzeug, die Bücher habe ich in meiner Jugend gelesen und dann haben die komplett zusammengesetzt und dann kamen sie drauf, dass eben die Kabine ermüdet durch dieses dauernde Druckkabine hoch und runter fahren und da wurde das abgestellt. Also früher war das tatsächlich so, aber heutzutage haben wir ja unsere liebe Politik, die jeden grünen Mist aus meinen Sichten dann eben ganz leicht dann zulässt, genau wie eben die Felicity Ace, wo fast 19 Seeleute draufgegangen wären. Das ist der Grünen egal. Philanthropen verlieren jeglichen Respekt vor Menschenwürde. Das ist ihr hervorstechender Charakterzug, Oscar Wilde, zu diesem Thema. Wenn das politisch korrekt ist, wird das zugelassen. Und jetzt haben wir hier wieder so ein Ding. Und der politische Druck bei manchen Zulassungen, wie beispielsweise auch beim ICE-1, der ist auch auf politischen Druck zugelassen worden und die wichtigen Sachen
wie die Radreifen hat man unter dem Tisch verschwinden lassen und dann sind 101 Leute gestorben. Und die Richter haben dann ein Urteil ohne irgendwas. Also die Richter haben nichts gesagt. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Also da war sicher bekannt, dass man die Radreifenräder häufiger prüfen muss, hat aber keiner gemacht. Hat man unter den Tisch gekehrt und dann gab es 101 Tote. Da habe der Vollscheibenräder eingebaut. Also so einfach ist das nicht nach dem Motto, wenn das sicher ist, ist das nicht sicher. Punkt 2, ich war in der Luftfahrttechnik beschäftigt. Es ist natürlich so, dass die Luftfahrtbehörde da auf viele Sachen einen dichten Daumen drauf legt. Wie das jetzt grundsätzlich ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir mussten beispielsweise in die Slats, die Warmluft musste erst abgekühlt werden, damit die Struktur das aushält. Aber wie ist das jetzt in der Luftfahrttechnik erstmal grundsätzlich? Achso, es wurde mir vorgeworfen, ich soll machen. Und na gut, wie gesagt, nach 4 Jahren Pleite, das habe ich dann auch vorher gesagt, da konnte ich auch nichts dafür. Da bin ich zum Chef gerannt, zum Oberentwicklungsleiter. Und ich habe gesagt, das funktioniert so nicht, wir müssen das so und so ändern. Dann hat er mich hochgehandelt. Ich habe da 8 Wochen drüber überlegt. So schnell geht man nicht zum Entwicklungsleiter und verlangt die Änderung in der Tragfläche. Dann hat er mich rausgeworfen mit der Begründung, also Loft will not be changed. Also Loft ist die Oberfläche des Flugzeuges, das nennt sich Loft. Ja, und 14 Tage später hat er es dann selbst gemacht, weil die Querruderaktuatoren, über die ich die Hoheit hatte, die Kräfte nicht hingebracht haben. Also das war, naja, der hat 2 Firmen in die Grütze gefahren. Erstmal Fokker und dann Fairchild Dornier, lieber Herr JFH. Tja, so ist das. Aber wie ist das mit dem Flugzeug, um jetzt mal da ranzukommen? Also ein Flugzeug wird verkauft, bevor es existiert. Das ist erstmal ganz wichtig. Also ich fange nicht einfach an, im Allgemeinen fange ich nicht einfach an, ein Flugzeug zu entwickeln, sondern ich suche einen Investor und suche den sogenannten Hole in the Market. Das war beispielsweise beim Airbus so. Airbus war dann als Zubringerflugzeug gedacht, ursprünglich der A300. Das gab es in Amerika nicht. Und dann hat man, das war eigentlich eine Ausnahme, weil die Europäer da gedacht haben, jetzt bauen wir mal Flugzeug, aber die hatten Vorgänger, die hatten einen relativ schlechten Leumund. Und deswegen haben die den Airbus A300, der war 2 oder 3 Jahre lang fertig, keiner hatten haben wollen. Und dann hat sich 2 oder 3 Airbusse zum Testen mal von 1 oder 2 Jahren geliehen und ab da lief es dann die Kiste. Aber im Allgemeinen hat man, sagen die Fluggesellschaften, werden die Sachen vorfinanziert für solche Dinge. Das wird der erste Mal und darin steht dann, der muss so und so viel Nutzlast haben, er muss so und so viel Passagiere fassen, er darf eine maximale Spannweite von so und so haben, weil man will möglichst, also man will, also es gab mal einen Witz, das hat ein Student, lief zum Flugzeugprofessor und sagte, hallo Herr Professor, ich habe nur Flügler entwickelt. Und da hat der Professor gesagt, ein nur Rümpfler wäre mir eigentlich lieber. Also Aerodynamik und Tragflächen sind eigentlich überflüssig bei einem Flugzeug. Wichtig ist vielleicht das Wichtigste, dass halt der Sprit reingeht. Dafür brauchen wir Tragflächen. Und die sollen möglichst klein sein, damit die Standfläche klein bleibt. Der Rumpf soll möglichst kurz und breit sein, damit die Putzkolonne am schnellsten durchkommt. Das ist auch wichtig. Und eben, es wird alles vorher, die ganzen Eckdaten werden vorher beschlossen. Zum Beispiel ist ja offiziell der Eurofighter, beziehungsweise früher Jäger 90, wiegt 11 Tonnen. Da lache ich mich tot. Das stand nämlich in der ursprünglichen Spezifikation drin oder von dem, was die Bundesregierung denen, die es entwickelt haben, auferlegt hat. Und deswegen sind die Eckdaten bei jedem Flugzeug, was man entwickelt, im Allgemeinen von vorne bis hinten bis zur Lautstärke in der Kabine, so und so, so laut darf das sein, die sind bekannt. Und die muss man als Ingenieur einhalten. Und wenn man das nicht schafft, und dann gehen die Fluggesellschaften hin und verlangen Konventionalstrafe, dann muss das Flugzeug billiger werden. So ist, that's the name of the game.
So läuft das und das funktioniert. Ein Auto, das wird gebaut und dann guckt man, wie schwer es ist. Das geht beim Flugzeug nicht, weil sie natürlich die Nutzlast bestimmen müssen. Und er wird natürlich auch die Nutzlast, der muss so und so viel Tonnen, dieser Container muss rein und so weiter. Und das ist alles genau vorne abgelegt. Und von dieser Seite, wenn ich jetzt zurückkomme auf mein liebes Elektroflugzeug, dann steht da halt nichts drin. Und das ist eher unüblich, weil normalerweise wird das Abfluggewicht, was auch wichtig ist im Zusammenhang mit der Spannweite, für die Startrollstrecke, weil ich muss ja auf manchen Flugplätzen und Landeplätzen muss ich hoch und runter. Die haben ja nur eine begrenzte Startrollstrecke und Landerollstrecke. Da fängt es ja auch wieder an. Da gab es dann in Bozen beim Flughafen gab es diese Diskussion, wo sie den als Verkehrslandeplatz, als Flugplatz dann deklarieren wollten. Da müssen sie aufpassen. Es gibt einen Unterschied zwischen Flugplatz und Landeplatz. Flugplatz ist oben, hat einen Controller drin sitzen, der hat die Verantwortung. Während ein Landeplatz, da hat der Pilot selbst die Verantwortung, der da oben gibt nur Hilfen. Und von der Seite ist die Luftfahrttechnik und man muss natürlich als Ingenieur das erreichen. Und wenn man das nicht erreicht, wie gesagt, setzt entweder Konventionalstrafe oder man muss irgendwie noch einen Ass aus dem Ärmel ziehen, dass man das da irgendwie doch noch hinbekommt. Und in dieser Sache ist, und man muss auch, wenn ich jetzt in der Konkurrenzfähigkeit denke, ist es auch anders. Hat mein Chef erzählt, ja, da hat einer, die haben ein Flugzeug gebaut und das war dann besser als vorausgesagt. Waren das jetzt gute Ingenieure oder schlechte Ingenieure, hat er uns gefragt. Und wir haben natürlich gesagt, alles gute Ingenieure. Da hat er gesagt, nee, weil ein Ingenieur muss immer sich voll ans Limit legen, sonst kann ich nämlich dieses Flugzeug schlichtweg nicht verkaufen, weil es ja vorher werden die Werte festgelegt. Und danach wird's, und nach diesen Werten wird es verkauft und eventuell kriege ich den Auftrag nicht, wenn ich die Werte zu schlecht vorhersage. Da darf man sich mitnichten auf die sichere Seite legen. Und das ist halt eben ganz anders, wie wenn ich in den Laden gehe oder wenn ich ein Auto baue oder sowas. Die bauen das halt zusammen und dann stellen sie es auf die Waage und wiegen das. Das geht beim Flugzeug nicht. Gibt übrigens aerodynamisch als kleinen Gimmick, um festzustellen, ob sich irgendwas lohnt, jetzt was Zusätzliches anzubauen, dass das Flugzeug besser wird. Hier hat man, soweit ich weiß, hat unser Chef erzählt, ich habe das nie benutzt, sogenannte Drag Counts definiert. Das ist quasi eine Ausgleichswährung, Gewicht gegen aerodynamische Güte. Und da kann man das dann gucken, das wiegt so und so viel Kilo, damit wird der Drag Count, das ist ein Teil vom Widerstandsbeiwert, vom CW oder CD. Und da berechnet man dann, lohnt sich's jetzt, ob ich das Ding jetzt zusätzlich da dran baue oder lassen wir es weg, weil es wieder zu schwer wird. Und das muss ich ja irgendwie vergleichen. Und da gibt es die sogenannten Drag Counts, die 1000stel CW oder irgendwas. Den hat er uns damals erklärt, ich habe das nie selbst benutzt. Aber soweit zum Thema Luftfahrttechnik, das ist eine andere Industrie. Gibt ein interessantes Buch von 1982. Das heißt, Ich habe ganz gelesen, das ist auch Englisch, das ist Sporty Game. Da hat irgendeiner geschrieben von Lockheed, ich weiß nicht mehr, Lockheed oder McDonnell Douglas oder irgendwie, wo es dann immer vor so. Da hat der gesagt, eben, ich habe ja gesagt, die suchen immer das Loch im Markt, also wo es jetzt noch kein Flugzeug gab, wo damals der Airbus prima hingepasst hat. Und dann hat der von McDonnell Douglas gesagt, maybe there's a hole in the market, but why should I fall into it, hat er gesagt. Weil es alles mit Risiko verbunden. Ach, da gibt es noch was. Und eben ist es ein großes Problem, ist auch bei der Luftfahrttechnik der sogenannte Launching Customer. Also das ist der, der sich als Erster für dieses Flugzeug entscheidet, dass er es dann mit in seine Flotte aufnimmt. Und hat mal unser Chef erzählt, da wären auch schon Firmen dran pleite gegangen. Warum? Weil der Launching Customer hat natürlich eine gewisse Durchgriff aufs Design vom Flugzeug, also wie die Kabine innen aufgebaut ist und so weiter. Wenn ich jetzt aber dieses Flugzeug, wenn das so entwickelt wird, dass das nur auf diesen Kunden verpasst und dem dann zu viel in den, ja, dann hat man das Problem, dass die anderen Kunden es nicht mehr wollen, bei denen dieses Ding überhaupt so nicht passt. Da wäre auch schon mal eine Firma dran pleite gegangen. Die hätten das komplette Flugzeug auf den Launching Customer zugeschnitten. Und dann war das der Einzige, der das Flugzeug abgenommen hat. Also, ich bin kein Betriebswirt und so weiter, aber ich wollte Ihnen nur mal sagen, wie komplex die Ingenieurswelt ist,
da wie die Sachen da zusammenhängen. Und als Ingenieur ist es immer so, man muss sich immer ans Limit legen. Wenn man das nicht macht, ist man ein schlechter Ingenieur. Und die Leute, die sich Hosenträger und Gürtel gleichzeitig anziehen, die kann man im Ingenieurwesen nicht gebrauchen. In diesem Sinne, soweit das Wort zum Sonntag, euer Ingenieurskanal.